Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ja, seit dem 1. September gilt, es muss in öffentlichen Gebäuden Energie gespart werden. Deshalb dürfen diese Flächen auch nur auf maximal 19 Grad geheizt werden. Doch das stellt viele Städte vor eine Herausforderung. Wir haben uns mal in Bottrop und Mülheim umgehört, welche Schwierigkeiten die Umsetzung mit sich bringt. Die Situation in der Ukraine ist nach wie vor unerträglich. Niemand weiß, wie lang dieser Krieg noch geht und was Putin noch im Schilde führt. Die Scheinreferenten, die Teilmobilmachung, das sind alles beunruhigende Entwicklungen Tag für Tag. Wie geht es den Ukrainern damit? Zu Hause, aber auch den Geflüchteten, die hier im Ruhrgebiet Schutz suchen. Mein Kollege Stefan Göke war bis gerade in Bochum bei der Hilfsorganisation Bochum-Donetz-Gesellschaft und hat da mal nachgefragt. Ja, vielen Dank, Stefan Göke, auch für diese sehr persönlichen Eindrücke. Zum sechsten Mal wird heute Abend in Recklinghausen im Ruhrfestspielhaus der Comedy-Preis Hurz vergeben. Der Name des Preises geht zurück auf einen Sketch, den die gebürtigen Recklinghäuser Happe Kerkeling und Achim Hagemann Anfang der 90er Jahre aufgeführt haben. Kennen Sie bestimmt, Hurz, der Hurz-Sketch. Der Ehrenhurz für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an Bernd Stelter. Und unter den anderen Preisträgern sind Personen mit Zuwanderergeschichte besonders stark vertreten. Unter anderem Abdel Karim, der sich selbst als der Marokkaner deines Vertrauens vermarktet. Die Veranstaltung ist fast ausverkauft, wird aber auch als Videostream ausgestrahlt. Wie bekommen wir eigentlich in Zukunft alle Menschen auf diesem Planeten satt, ohne das auf Kosten unserer Umwelt zu tun? Da sind kreative Ideen gefragt und genau die gibt es schon. Einige werden gerade vorgestellt auf einer ganz neuen Messe in den Dortmunder Westfalenhallen, der Vertifarm. Da geht es also um alternative oder vertikale Anbaumethoden, auch für die Stadt. Mal schön in den Urlaub fliegen, hat sich Familie Büker aus Herne Anfang 2020 gedacht. 4 Flüge nach New York haben sie gebucht. Doch wegen der Pandemie mussten die Flüge storniert werden und die Airline stellte der Familie 4 Gutscheine aus. So, jetzt möchten die Bükers die Gutscheine gern einlösen für andere Flüge. Doch was ist? Jetzt fordert das Reiseunternehmen eine Umbuchungsgebühr, die teurer ist als der Ticketpreis. Alles, was die Familie bislang unternommen hat, hat irgendwie nichts gebracht. Deshalb hat sie uns um Hilfe gebeten. Ein neuer Fall für Nicole Nötzel und Lokalzeit bitte kommen. Frisch tagsüber wird es einigermaßen mild. Um 20.15 Uhr können Sie hier Markt sehen mit Anna Planken und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen.